Seht ihr mich? Noch? Irgendwie? Ihr habt so grandios gesungen gerade. Muss ich mal sagen. Das war so sensationell, dass ich mir vorgenommen habe, jetzt unbedingt auch ein Lied zu spielen zum Mitsingen. Es ist ein Lied, das einen kleinen Ausblick auch geben soll. Ich meine, man feiert jetzt so 10 Jahre und es ist irgendwie ein Rückblick, aber es ist ja auch immer die Frage, wie geht's weiter? Na, was kommt, was kommt in den nächsten Jahren? Und ich habe dieses Lied geschrieben, das ist ein Trostlied. Und ja, ihr werdet gleich erfahren, warum. Und es hat quasi die musikalische Wunderwaffe des musikalischen Trostes ist da eingebaut, nämlich der Gospelchor. Der Gospelchor ist ja musikalisch gesehen, er tröstet einen über alles hinweg. Ne? Das ist wirklich der Wahnsinn. Wart ihr mal bei so einer Messe mit einem Gospelchor? Ist der Hammer, ne? Es ist ja da auch für die Leute schwer, ne? Am Anfang, meistens geht's ja irgendwie los mit Oh Jesus, he died und so. Und das zieht einen runter, ne? Ist klar, ne? Dass man dann so merkt, oh krass, ey, Jesus ist tot und so. Dann sitzt man da und denkt, boah, wenn sogar Gottes Sohn schon stirbt und sowas, wie soll es nur weitergehen? Aber 5 Minuten später alle so, oh, happy day. Alle wieder gute Laune, wahrscheinlich denken sie dann mittlerweile, oh, vielleicht hat er noch eine Schwester. Also es ist, wie auch immer, der Gospelchor bringt alle wieder drauf. Und deshalb habe ich gesagt, ey, für dieses Lied, ich brauche einen Gospelchor und zwar, weil ihr so gut seid, einen dreistimmigen. Wir studieren das ganz gut ein. Es geht ganz schnell. Vielleicht, wenn ihr euch so in etwa hier irgendwie aufteilt, ne, erste Stimme, zweite Stimme, die dritte vergebe ich dann an eine Minderheit. An Frank. Nee, so, die erste Stimme geht so. Das würde ich vielleicht einmal kurz zusammen singen. Sehr gut. Zweite Stimme ist die. Machen wir auch einmal zusammen. Krass, sing die gleich nochmal. Ihr die erste dazu. Sorry Leute, ich hab das in der Mercedes-Benz Arena gemacht letzte Woche. Es war nicht so laut wie hier. Es ist echt krass. So, die dritte Stimme, die ist für die echten Männer hier im Saal. Und die geht so. Weil die dritte Stimme, die Männer. Ja, genau. Also, da merkt ihr, es kommt nicht so auf die Töne an. Es ist mehr so ein subfrequentes Brummen. Entscheidend bei dieser Stimme ist vor allem, wie er dabei aussieht. Das Auge hört mit. Und ich glaube, am besten hört sich die Stimme an, wenn man dabei so ganz überrascht guckt. Als würde einem gerade was ganz Überraschendes, aber auch gleichzeitig sehr, sehr Positives widerfahren. Also vielleicht so. Und mal mit der Haltung, die Männer. Und genau, gleich nochmal, die anderen beiden Stimmen dazu. Und es ist so gut. Okay, das können wir genauso nehmen. Wichtig für euch ist noch, der Chor kommt im Lied sehr spät. Ihr könnt euch jetzt erst nochmal entspannen. Aber es gibt dann irgendwann so eine Stelle, wo man so denkt, boah, es ist ja schon cool, aber wenn jetzt ein Gospelchor kommen würde, das wäre so geil. Und dann kommt er. Ne, das ist, und dann haut es einfach voll raus. Ne, so USA for Africa und zack. Hattest einen ganz schlechten Tag, bist dir sicher, dass keiner dich mag. Du fühlst dich verlassen und alt, bist ganz traurig, dir ist ganz kalt. Hey, dann komm mal zu mir in den Arm, denn ich halt dich ganz sicher und wahr. Ja, du bist grad scheiße drauf, doch ich weiß was. Es muntert dich auf,
Denn eins, eins gilt für immer. Du kannst ganz sicher sein, es wird alles noch schlimmer. Es wird alles noch schlimmer. Geht immer noch schlechter, ist der Tag besoffen. Da wird die Nacht noch durchzechter nach der Verblödung. Da kommt die Verfettung nach der Bankenkrise, die Bankenrettung. Nach Red Bull kommt MDMA, nach Gerd Schröder kommt Angela. Nach den Taliban kommt der IS. Stress, Stress, Stress. Denn alles noch schlimmer. Nach George Bush wird Trump der Boss. Nach Helene Fischer singt Stefan Ross. Nach dem Modelvertrag kommt der Straßenstrich. Und nach meiner Schwester kam ich. Internetfähige Nasenatrimmer. 900 Tage. Zimmer. Wir leben immer länger und vielleicht bald für immer. Du kannst ganz sicher sein, es wird alles noch schlimmer. Es wird alles noch schlimmer. Und da kommt der Chor. Still. Und nach Tatort, da kommt Anne Will.